Hat irgendjemand gesagt, was loslassen? Wie läuft doch? 20 Minuten 2, 20 Minuten 1, 20 Minuten 0. Okay. Nachdem unsere technischen Probleme gelöst sind, was immer erstaunlich lange dauert, möchte ich mich jetzt noch bei allen Leuten bedanken, die tatsächlich gewählt haben, Matthias in den Soßentest zu bringen. Matthias möchte sich auch bei euch bedanken. Ich muss jetzt gerade an einen Film denken, wo es heißt, sind wir schon auf Sendung? Ja. Auf wundersame Weise ist die milde Jalapeno-Deathsoße verschwunden. Die nicht scharf war, muss man dazu sagen. Und die Matthias auch nicht gemocht hätte. Weil wir so nett sind, haben wir als Ersatz noch Original Death Sauce für ihn. Weil Matthias sich ja dazu bereit erklärt hat, sobald 1000 Stimmen zusammenkommen, was auf wundersame Weise geschehen ist. Ich möchte an dieser Stelle 800 Mal Olli danken, der 800 Mal abgestimmt hat. Tatsächlich habe ich nur einmal abgestimmt. Ich war darüber geschockt. Ich dachte, wir kriegen das niemals zusammen. Ich habe mich der Stimme enthalten. Das war klar. Vielleicht hat jemand, ihr habt bestimmt alle die Soßentests bisher gesehen. Ich muss zugeben, beim zweiten Teil war ich anfangs etwas skeptisch. Weil ich hatte Angst um mein Leben. Heute bin ich unglaublich, unglaublich gut drauf, um ehrlich zu sein. Es geht nicht um mein Leben. Genau. Es geht um das von Matthias. Ja. Wir haben es ein bisschen probiert. Das Essen heute ist mild. Aber wie immer, sehr gut. Wir müssen mal die thaisische Cuisine in Berlin empfehlen, falls jemand in Berlin im Büro sitzt und oft was bestellt oder laden. So, ich verfeine dann mal mein Essen. Was ist heute auch gar nicht so wichtig ist, das ist nur so nebenbei quasi. Aber nicht, dass das alle machst und mir dann die nächste Schärfe andrehst. Achso, ja. Das ist eine gute Idee. Mist. Ich wurde durchschaut. Guter so, Matthias. Also nicht gut. Gehust jetzt, Matthias. Steigt ganz schön in die Nase. Übrigens hat Matthias heute etwas mehr zu trinken als sonst mitgenommen. Ich sollte für die Flasche vorher aufmachen. Wer sollte auch vorher einen Schluck trinken, wer weiß. Das ist auch ein bisschen zu tun. Das würde ich nicht empfehlen. Aber Matthias wird bestimmt was übrig. Also ich mache mir mal einen kleinen Tropfen auf die Ecke. Kann man? Olli, reichst du mir mal bitte die nicht so scharfe Soße rüber? Wir machen jetzt noch die Hölle sein. Wir decken sie auch ein bisschen Soße. Ein bisschen, nicht so viel. Ja, Matthias hat ihm was übrig gelassen. Nett, wie er ist. Ja, das finde ich sehr nett von dir, Matthias. So, dann geht's los, ne? An dieser Stelle möchte ich nochmal Vasco danken dafür, dass er mir Senf besorgt. Der ist übrigens super lecker. Ja, Matthias isst Senf, der nicht so scharf ist. Mein Lieblingssenf ist eigentlich, den gibt es leider nicht, in der Von Löwensenf gab es süßen Senf, und zwar kein Bayerisch-Süßen, also nicht mit diesen ganzen widerlichen Körnern drin, sondern einfach nur so wie regulärer Senf, aber süß. Super geil. Ich sehe schon, du willst drumherum kommen, Matthias. auf die 1000 User, Matthias, deine Show. Wir danken euch. Prost. Matthias, geht's so wie mir letztes Mal, wo ich so viel getrunken habe? Nee, so schlimm fand ich es jetzt gar nicht. Nein, das ist so schlimm. Die Zunge brennt. Die Zunge brennt. Aber ansonsten. Wir müssen damit sagen, du hältst noch etwas, Matthias. Also, Matthias würde gerne die Schärfe-Soße probieren. Da ist noch ein bisschen, Matthias. Mhm. Ich halte das Wetter nicht aus, ich will, dass es morgen regnet. Ja. Ja. Also Matthias, Glückwunsch. Ich bin, ja. ich bin ehrlich stolz, also. Also, wir hatten angekündigt, es wird härter werden als die schärfste Soße für Dirk und mich. Und ich glaube, ja. Matthias, du bist ein bisschen rot. Du auch.
Ich glaube, wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Definitiv. Was machen wir jetzt? Was ist jetzt immer zu Matthias, was ist unser nächstes Ziel? Wo bist du die nächste Schärfe? Oder so? Nein, ich bin nicht mehr dabei. Matthias verabschiedet sich quasi damit auf dem Soßentest. Immerhin kriege ich noch vollständige Sätze hin und muss nicht aus dem Raum rein. Ja, so richtig. Wir brauchen noch eine Flasche zu trinken. Ja, liebe unsere Schautleser, schlagt uns das nächste Projekt vor. Uns fällt bestimmt noch was ein und wir testen dann auch weiter für euch. Matthias ist dann auch wieder dabei. Nach 1000 Stimmen. Also, das Wort. Ja.